So. Da Fripps jetzt diesmal überhaupt gar nicht aufgenommen hat, machen wir jetzt nochmal die Mission. Ach, wie geil. Scheiße. Macht sowas von keinen Spaß. Na. Hier war das ja so, dass dieser jüngere Ragnos hier herumgelaufen ist, wir erstarrt waren und nichts machen konnten und ihn nicht töten konnten. Und er hat sie in Seelenruhe diese komische Barriere ausgemacht, damit dieser komische Typ da, ne, dieses Monster, dieser Rancor, genau, Rancor hießen die Dinger, mutiert vor allem, ausbrechen konnte. Wo ist er? Da ist er. Hallo. Wie geht es Ihnen? Gut, jetzt laufe ich hier durch und wahrscheinlich. Ach, Meister steht hinter so. Mir. Hol mich doch hier. Mein Meister steht nicht hinter mir. Du hast die Seife fallen lassen, oder? Ich kenne dich doch. Hey. Gacker weiter. Hey. Na komm. So. Jetzt haben wir den Hebel hier betätigt. Jetzt können wir gleich hier durch. Den nehme ich hier durch. Und dann nehme ich direkt das hier. Nein, so. Wir laufen direkt hier durch. Durch. Er ist tot. So, es wäre nett, wenn ich mein Lichtschwert haben würde. Danke. Ja, dann laufen wir hier lang. Wir müssen warten, bis der Ranker kommt. Ich dachte, die Jedi wären stark. Sonst hatte ich immer extreme Probleme, hier klarzukommen, wo ich das jetzt das letzte Mal durchgespielt habe. Kacke. Balloon. Und da ist einer wohl irgendwie mit Schaden am Laufen. Du kannst mich nicht stoppen. Also, jetzt geh weg, geh weg, geh weg. Boah, Menschenskinder, nee. Nein, das war... Aggression, Mensch. Kacken. Dreck. Laden. Stamp. Gedröss. Das war nämlich noch der alte Speicherplatz, weil der ja zwei Fraps irgendwie nicht aufgenommen hat. Die mich einfach nicht in Ruhe lassen können. Mensch, nee. Nochmal kurz zwischenspeichern. Lo. Jetzt müssen wir hier genau davor stehen und R drücken. Springe. Na komm. Waschen wir wieder hier so ein bisschen herum. Das ist richtig scheiße aus. Es macht Spaß. Kann das sein? Oh Mann. Die sterben aber ziemlich schnell so. Sehr schnell. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu schnell, um ehrlich zu sein. Okay. Die sterben, oh, wie die fliegen. 5 Milliarden auf einen Streich. Da bricht er gleich durch irgendwo da hinten. Ach, kaputt. Jetzt mach. Komm, danke. Ich kann ihn nicht stoppen. Ich auch nicht. Oh Mensch. Grab, grab, grab. Die. Okay. Scheiße, scheiße. Scheiße. Flieg. Fliehen ist sinnlos. Doch, fliehen ist sehr nützlich. Vor allem, wenn ich so ein Ding hinter mir habe. Ja, immer doch. Also. Ey, hör auf. Lass mich in Ruhe, ey. Du kannst mich nicht stoppen. Lass mich in Ruhe. Ah,
Hilfe. Bald kommst du nicht. Ich hab so das Gefühl. Ja, tschüss. Ihr meint. Yay. Totgesprungen. Was habe ich ihm denn angetan? Ja, was hast du ihm angetan? Hast du mir auf die Nase geschlagen? Schnell das hier betätigen. Wir müssen nachher noch einen Hebel und dann noch einen Hebel betätigen, damit wir diese Mission schaffen tun können. Oh, scheiße. Bad. Lieber nein. Leider nein. Entschuldigung. Ich bin mal weg. Tschüss. Tschüss. So, und diesen Hebel müssen wir auch noch betätigen. Dann haben wir das. So, mach rein. Jetzt senkt sich das ein bisschen. Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen. Genau. Und das werden wir auch gleich machen. Du bist ein schlaues Geld, lieber Jaden Core. Lieber Jaden, du. Lieber Jaden. Da hinten kommt er. Ja komm, du Kleiner. Ja komm. Lauf mal schnell hier lang. Tschüss. Fliehen ist sinnlos. Und jetzt mach. Ich hab gesagt, mach. Nein, zu weit. Jetzt mach. So, geschafft. Das war's. Jetzt wird das in Bewegung gesetzt und er wird sterben. Rancor geschnetzelt. Braten eher. So. Psst. Jaden, wir denken, die Kultanhänger planten, diesen mutierten Rancor in die Stadt zu schicken. Während der ganzen Verwirrung wollten sie Vorräte, Credits und andere Dinge stehlen. Gute Arbeit. Das sollte ich doch mal versuchen, um mir einen PC zu holen. Luke und ich haben versucht herauszufinden, was Tavion mit Ragnos Zepter vorhatte, aber bis jetzt hatten wir kein Glück. Hör du dich auch um. Okay. Ja, Tarnverrichtung oder Diebstahl der Macht oder Waffenvernichtung. Das ist scheiße. Was war das? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir machen einfach Waffenvernichtung. Nee, wir machen das hier. Komm. Ah, wir fangen damit an. Unser ortsansässiger Jedi-Gelehrter Tione fand Informationen über den Planeten Yalara heraus. Der Planet war einst die Heimat einer friedlichen und primitiven Spezies, die noch nicht bereit war, in die galaktische Kultur integriert zu werden. Aus diesem Grund erschuf der Jedi-Meister Brudenkel Verdox aus der Energie des Planeten eine Tarnvorrichtung, um den Planeten vor seiner Entdeckung zu schützen. Doch jetzt hat jemand Yalara entdeckt, begibt sich nach Yalara und findet heraus, ob schon jemand dort war. Wenn die Gefahr besteht, dass jemand die Tarnvorrichtung stehlen könnte, solltest du sie besser zerstören. Annehmen. Diese Tarnvorrichtung ist zu wichtig, um in die falschen Hände zu geraten. Wir sollten sie besser zerstören. Du wiederholst alles, guck böse. Danke, gut. Weiter. Wir bauen Machtabsorption aus. Morderers absorbieren, um Schäden zu erleiden und einen Teil der Enden wieder für sich verwenden. Das hört sich nett an, da wir hier viele sterbliche Nicht-Sith oder jüngere Ragnos-Anhänger sind, sondern einfach nur Leute mit Waffen, nicht mit Lichtschwertern oder Machtkräften, sondern ganz einfache Leute. Töten wir sie. Töten. Oh ja. Und da es aufgenommen wird, mache ich die Mission komplett zu Ende. Habe ich jetzt beschlossen. Gut. Fliege. Yay. Yeah. Jo. Dort ist primitiv, ne? Sieht aber cool aus. So eine
Bergdienst. Jo. Finde ich. Finde ich jetzt. Als sei niemand zu Hause. Ich sollte wohl nach oben gehen und die Tarnvorrichtung ausschalten. Mach ich, wenn du auch suchst, mach ich das. Also machst du es sozusagen. Aber egal. Verschwinde von hier. Verschwinde von hier und schieß mich direkt an. So schaut's aus. Das passiert dann mit den Leuten, die mich angreifen. Töten wir die einfach hier. Alle Leute, die uns was machen, tun, möchten, die uns verletzen wollen. Das sind gar nicht so wenige. Nogri, wie kommen die denn hierher? Das ist keine Chance. Imperiale, also jetzt muss ich das Ding zerstören.